Herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Hier ist wieder euer Nirosut. Und wir schleichen hier mit dem Syntheten rum. Und ich weiß noch nicht so recht, was wir jetzt hier noch machen sollen. Halt, stopp. Da ist das Alien. Okay. Da will man eigentlich nichts machen. Traut sich das Alien nicht raus? In dem Syntheten? Was war denn jetzt? Das Alien ist nicht mehr an dem Ort. Kurze Frage, soll... Heißt das, ich soll da rein? Das Alien ist da aber noch. Also wenn, dann will ich eigentlich auf die Richtung. Weil ich denke, wenn ich da jetzt durchgehe, dann macht es mich weg. Wo ist es denn jetzt? So, Kollege, jetzt läuft er zurück. Wir hoffen, Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Ich kann doch, das kann ja nicht die Idee sein, dass ich da reingehe jetzt hier. Nee, das sind ja... Da, Sicherheitsgenerator. Ach, jetzt soll ich das hier... in der Zeit lösen. Alles klar, ich versteh's. Wohin soll ich? Nach da unten. Konnte man die ganze Zeit lang? Fragen über Fragen. Es scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Sind wir wieder bei dem Raum hier? Nein, da wollen wir nicht hin. Oh, nicht dein Ernst, ja.
Oh. Ja, jetzt kommt er da wieder. Aber hier darf ich nicht. Ne, hier ist zu. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Okay. Geht das Teil manchmal nicht? Falls Sie einen unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an mich. Nach links oder nach rechts? Jetzt sind wieder beide da, alles klar. Und oben ist der rechte Punkt. Ja. Das ist so, so. Ich gehe mal den unteren Weg hier. Machen kann, aber geht hier noch weiter? Nee. Okay. Da können wir nur hier lang? Nein! Okay, wir dürfen also nicht unter diese Dinger durchlaufen. Okay. Da. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es kommt auch irgendwann raus. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Aber tendenziell liegt es einen Hinterhalt. Also, wo ist er denn? Da steht er jetzt. Ich frage mich immer, was das für Lüftungsschächte sein müssen, wenn die so riesig sind. Da ist es.
Ah, das ist doch das. Was ist hier? Tendenz, würde ich sagen, eher nicht so. Mach auf. Der Weg ist frei, Ripley. Beeilen Sie sich. Hier irgendwo. Beeilen Sie sich. Draußen ist irgendwas. Da hat sich gerade was bewegt. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Wir haben die richtige Wahl getroffen. Oh, lass mich in Ruhe, Digga. Durch, oder? Das ist nicht gut. Nein! Kriegst mich nicht. Kriegst mich doch, schade. Da steht so ein blöder Typ vor mir. Langsam haben wir Übung. Da krieg ich bestimmt was kaputt schießen, brauche ich aber gar nicht. Ich kann ihn bestimmt doch shoppen. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Andockzulassung angeben. Muss ich aber gar nicht. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! So, Notaufnahme ist verschlossen. Wir müssen mal lang, wir müssen an dieser Ecke vorbei. Das ist so ein riesiger Weg, wo ich fast am liebsten speichern würde. Nochmal kurz zur... Ja, die Tür bringt mir rein gar nichts. Ich muss durch dieses Stück. Was ist auch immer dann für... Da kommt das Ei. Kollege? Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahrenstufe. Alles klar, du gehst schon rum. Wir machen ja auch unser Ding. Ich könnte das Ding auch anwerfen. Weiß nicht, ob ich dann abspeichern kann. Zu diesem Zeitpunkt. Hätten Sie Rückhalt, Hilfe von Anfang bis Ende. Oder ist es noch rot? Oh. Hör auf. Jetzt kann ich wieder speichern. Was passiert jetzt, wenn ich speichere? Die Tür ist weg. Da ist das Vieh. Alles klar. Ich rüberspringe. Ist der Typ noch da? Ah, okay. Was macht er denn da immer? So, Spucke läuft aus dem Rechten. Man sieht es auch nur an den Tropfen, kann es sein.
Ich sehe hier keine Spucke, Kollege. Da könnte eine Spucke sein. Ja, da ist auch Spucke. So, Kollege, und jetzt? Die Tür ist zu. Nein. Jetzt kommt das auch noch runter. Das klingt ziemlich nah. So. Ich würde sagen, jetzt ist es im Lüftungsschacht. Aber ich kann mich auch irren. Ich irre mich. Wieder rein. Oh mein Gott. Oh, das ging vorhin so gut durch. Was soll ich denn hier langlaufen? Wieder schafft, würde ich sagen. Ja. Dass hier nicht irgendwelche Typen sein. Nein, scheiße. Oh, geschießt er mich nieder. Oder ich baller den ab. Aber dann kommt das Alien sofort. Der tendenziell gehe ich eher links. Alles klar. Das Alien tropft da raus. Also hier schon mal nicht. Da, 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 da. Ich meine, wie schnell läuft er? Kollege, wie schnell läufst du? Nicht so schnell, würde ich sagen. Bist du noch da, Alien? Nö. Aber wo bist du jetzt? Nein, jetzt war es da drüber. Es hört einen schon. Das ist alles klar. Okay, okay. Hier tropft es wieder, alles klar. Okay, wer rein sprintet. Es tropft nicht mehr. Man kann drumherum gehen. Man sieht aber doch nichts, ja.
Ja. Ich lasse dich allein. Ich mache auch Folgendes. Ich speichere hier nochmal ab. Es tut mir leid, aber... wir haben hier diese Etappe geschafft. Und, ja. Das muss jetzt mal sein. Es wurde ja heißen, das Alien wandert gleich rüber. Oh oh. Nein, mach mal zu. Ja. Ich hätte dich fast geleckt vor Schock. Hat's gekämmt vor dem Weg. Aber ja. Ist die Frage, spawnt jetzt genau gleich nochmal? Gehört? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt mal Action. Oh mein Gott, ich höre es! Ah! Okay. Hätte man es doch verstecken sollen. Aber wir lernen es kennen. Jetzt ist es hier. Jetzt bist du da. Die Frage ist, wie schnell hörst du mich hier? Okay. Oh mein Gott. Herz. Und jetzt? Mach weg. Hilf mir. Okay. Alles nur geträumt. Nee, war leider nicht alles nur geträumt. Die Evakuierung läuft soweit gut. Wohin wollen wir hinkommen? Hier lang. Hier lang, oh mein Gott. Da. Surgery. Klicken wir hier. Taschenlampenbatterien finde ich gut. Schrott. Lingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären... Mir leid, Leute. Ein Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Alles klar. Leute, was ist denn jetzt passiert? Okay, wir haben ein bisschen übertrieben. Nein! Jetzt kommt's rüber. Das klappt. Du, 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 du. Gucken, ob das wieder aufgeht. Rechts, links, nicht erschrecken. Yeah.
Achso, es war sogar eine Falle, wie man gesehen hat. Da die Fässer sind rot geworden. Ich nehme noch mal schnell die Audiodatei mit. Weil ich denke, die haben wir jetzt nicht. Komm, Spiel. Ja. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview. Was ist denn jetzt passiert? Erfahrungen auf der Station bereit. Kommt man hier nicht weg? Bezüglich begrenzter medizinischer psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Ich muss ein Medkit nehmen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmen zugehört. Ich sterbe hier immer noch. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben. Wir wollen. Ich erwarte Ihren Anruf. Wir bauen noch eins. Mehr können wir nicht bauen. Und wir sterben immer noch. Okay, Kollegen, was ist denn jetzt hier los? Kann ich denn lang? Gibt mir ein Zeichen. Hier nicht. Da nicht. Was übersehe ich denn? Der hat nichts. Vielleicht hat er irgendwo eine Schlüsselkarte. Tür verschlossen. Ah? Muss ich überleben nur? Ich nehme noch ein Medkit. Hat der was? Bindemittel. Geil. Jetzt bin ich frei. Hier geht nicht auf. Hier ist auch zu. Ich bin etwas ratlos. Vor allen Dingen heißt das ja nur, das schließt ihr kurz. Das hilft mir auch nicht weiter. Müngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich... Komme ich wieder raus, zurück? Auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit... Da ist eine... Moment, da ist eine Leiter. Ist aber wirklich hoch. Oh, Quicktime Events. Na los jetzt hier. Ich hätte noch mal das Medkit nehmen sollen. Ich weiß noch nicht, wo das hier hinführen soll. Da oben ist nur eine Leiter. Nicht runter. Alter, nach oben. Und jetzt springen. Was mir jetzt drücken muss. Doch. Ja, drücken. Da haben wir's.
nochmal Medkit. Jetzt haben wir keine Medkits mehr. Was brauchen wir dazu? Doch. Mal genug für Medkits? Jawohl. Okay. Mal hier wieder zurück. Nee. Gibt ihr irgendwas? Nee. Okay. Fühlt sich erstmal sicherer an. Ein Ladungspack. Was kann ich denn bauen mit einem Ladungspack? Eine Rohrbombe bestimmt. Oh, was braucht man da denn alles für? Okay. Okay, da brauchen wir kein Ladungspack für. Elektroschocker haben wir. Landgranate. Sensor. Ladungspack. Was mit Plus und Minus wollen wir haben? Plus und Minus. Da, Geräusche machen. Zack, zack, zack. Wo sind wir jetzt? Ionenschneider haben wir nicht. Saxon Synthetics. Ausrüstung zu Taylor. Okay. Nun gut. Wie wir hier einen alternativen Fahrstuhl finden und einen Weg zu Taylor, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Nerosuit.